DFX.Swiss und Lock.Space sind eine hervorragende Möglichkeit, um Kryptowährungen zu kaufen und Renditen zu erzielen. Beides wird vereint in einer Smartphone-Anwendung und bietet verschiedene Möglichkeiten wie Liquidity Mining, Vaults und man kann dort Staking betreiben und zum Beispiel die Yield-Maschine nutzen, um Renditen zu erzielen. In diesem Video schauen wir uns die Anwendungsmöglichkeiten für DFX und Lock genauer an, welche steuerlichen Implikationen das für dich hat und außerdem, wie du das möglichst einfach in einen Steuerreport integrieren kannst. Und wie immer unser steuerlicher Disclaimer. Diese Inhalte dienen allgemeinen Informationszwecken und sind nicht dazu gedacht, Steuerrechts- oder Buchführungsberatung zu ersetzen, noch besteht jegliche Gewährleistung für deren Richtigkeit. Alle Links, Quellen und Verweise befinden sich unten in der Beschreibung. Alle steuerlichen Inhalte beschreiben die Umsetzung in Chain Report und sind keine Rechtsberatung. DFX.Swiss ist eine komfortable Möglichkeit, wie du per SEPA-Überweisung Kryptowährungen erwerben kannst, die dann in der Wallet der eigenen DFX-Smartphone-App landen. Dabei hast du auch die Möglichkeit, alle Token der DeFi-Chain zu erwerben. Lock.Space ist nach einer Registrierung und KYC direkt über die DFX-App verfügbar und du hast die Möglichkeit, hier Renditen zu erzielen, indem du beispielsweise Staking betreibst oder die Yield-Maschine nutzt. Dabei sind Renditen bis zu 25% pro Jahr möglich. Wenn du DFX und Lock nutzt, dann hast du mit Chain Report eine gute Möglichkeit, alle Transaktionen und Erträge zu tracken, um danach einen Steuerreport zu generieren. Chain Report ist aber nicht nur eine Steuerlösung für die DeFi-Chain DFX, Lock und Cake, sondern du hast damit auch die Möglichkeit, weitere Börsen über API-Anbindung, über CSV-Import oder über unsere manuelle Vorlage anzubinden. Bei Chain Report kann ich die DFX-Wallet jetzt erfassen, indem ich auf Wallets klicke und eine neue DFX-Wallet anlege. Ich muss jetzt den API-Key, das Secret und die Adresse eingeben und die erhalte ich aus der DFX-App wie folgt. Ich öffne die DFX-Anwendung und sehe den Splash-Screen. Nach kurzer Zeit sehe ich hier oben das Hauptmenü und habe die Möglichkeit auf My DFX zu klicken. Komme dann auf dieses Webinterface, scrolle runter und klicke auf Transaction History. Dort habe ich dann die Möglichkeit, den API-Key zu generieren. Ich kopiere mir nun hier den API-Key und auch das API-Secret. Neben diesen beiden Informationen brauche ich noch eine dritte Information. Die kriege ich in der App, wenn ich oben hier auf die Wallet-Adresse klicke, hier nochmal drauf klicke und diese kopiere. Beim eben gezeigten Anlegen der Wallet kann ich diese drei Werte nun eingeben und schon beginnt die Synchronisation der DFX-Wallet. Es kann jetzt wenige Sekunden bis wenige Minuten dauern, bis die entsprechende Wallet synchronisiert ist und wir alle Transaktionen in der Transaktionsliste wiederfinden. Wenn wir jetzt in die Wallet-Übersicht gehen, sehen wir, dass nicht nur eine DFX-Swiss-Wallet angelegt wurde, sondern auch eine damit connectede Lock.Space-Wallet. Beide Wallets haben eine entsprechende Transaktionszahl, hier im Beispiel von 17 Transaktionen und 70 Transaktionen. Und wenn ich in die Wallet-Details klicke, dann kann ich auch sehen, dass hier zum Beispiel eine Staking-Subwallet und ein Vault generiert wurde. Subwallets sind aus steuerlicher Sicht sehr relevant, denn wir müssen Token, die sich zum Beispiel im Staking-Prozess befinden, von Token unterscheiden, die sich in der übergeordneten Wallet befinden. Das ist insbesondere für die Anwendung des FIFO-Algorithmus interessant. Wir schauen uns jetzt genauer an, was es steuerlich für dich bedeutet, wenn du DFX und Lock nutzt. Und zwar beginnen wir beim Staking über den Service von Lock. Über die DFX-App kannst du die Lock-Services erreichen, wenn du den entsprechenden Lock-Button klickst. Das Staking siehst du direkt hier aufgeführt. Beispielsweise ist auf DFI eine jährliche Rendite von 19,7% APY zu erzielen. In Chain Report selbst können wir uns die verschiedenen Staking-Erträge als einzelne Transaktionen der Wallet anzeigen lassen und sehen beispielsweise hier, dass am 22.02.2023 Staking-Erträge von ca. 0,001 DFI eingegangen sind über Lockspace. Sämtliche Staking-Erträge werden in Chain Report im Steuerreport für dich automatisch aufgeführt und steuerlich bewertet. Damit wären die Staking-Erträge als Einkünfte aus sonstigen Leistungen bewertet und damit steuerbar nach § 22 Nummer 3 des Einkommenssteuergesetzes. Die spätere Veräußerung der Staking-Erträge ist in Anführungsstrichen normal steuerbar nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes. Nach aktuellem Schreiben des Bundesfinanzministeriums BMF wird die Haltedauer der Staking-Einlage
nicht verändert und bleibt im Steuerreport von Chain Report bei einem Jahr. Den nächsten Service, den wir uns genauer ansehen, ist die Yield Machine von Log. Und dort haben wir die Möglichkeit, hier bis zu 25% APY pro Jahr zu erwirtschaften. Das funktioniert laut den AGBs über gepooltes Liquidity Mining. Daher sind die erhaltenen Erträge in Chain Report Liquidity Mining Erträge, wie wir auch hier an einer entsprechenden Transaktion für Logspace sehen können. Unter Liquidity Mining fällt natürlich auch der Liquidity Mining von DFX selbst. Den erreiche ich im erweiterten Modus, wenn ich auf DEX klicke. Hier sehe ich zum Beispiel das Liquiditätspaar DBTC-DFI. Ich habe hier die Möglichkeit, Liquidität hinzuzufügen, um momentan zum Beispiel eine jährliche Rendite von 17,27% zu erzielen. In Chain Report kann ich hier unter DFX Swiss die entsprechenden Liquidity Mining Erträge sehen. Ebenso wird getrackt das Hinzufügen oder Entfernen von Liquidität mit einer Pool-Ein- bzw. Pool-Auszahlung. Steuerlich wollen wir uns also zwei Transaktionsarten genauer betrachten. Das sind die eben genannten Liquidity Mining Erträge, aber auch den Ein- bzw. den Austritt aus einem Liquidity Pool, wie wir hier sehen. Steuerlich sind die genannten Transaktionen in Chain Report wie folgt bewertet. Zunächst gibt es keine offizielle abschließende Klärung vom Bundesfinanzministerium. Wir bewerten die Hineingabe und die Rücknahme von Liquidität aus dem Pool als keine steuerbare Veräußerung. Die Liquidity Mining Erträge, die ich nach der Hineingabe von Liquidität in dem Pool erwirtschafte, sind als Kapitaleinkünfte bewertet und damit steuerbar bezüglich der Kapitalertragssteuer. Das betrifft in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel Erträge, die ich durch die Yield Machine erwirtschafte. Zum Zeitpunkt des Entfernens von Liquidität aus den Liquidity Pools kann es jedoch noch zu einer steuerlichen Veräußerung kommen als Folge vom Impermanent Loss. Der Impermanent Loss beschreibt grob vereinfacht das Folgende. Ich füge zwei Token wie zum Beispiel DFI und BTC in gleichen Anteilen einem Liquidity Pool hinzu. Durch unterschiedliche Kursentwicklungen von BTC und DFI kann es jetzt passieren, dass sich die Poolverstände verschieben und ein Ausgleich stattfindet. Bei dem Entfernen und dem Herausnehmen von Liquidität kann es also passieren, dass ich eine unterschiedliche Anzahl von BTC und DFI zurückbekomme, wie zu dem Zeitpunkt der Hineingabe in den Pool. Dadurch wird das eine Token vermindert und das andere erhöht. Das Ganze schimpft sich dann Impermanent Loss, weil ich am Ende auch weniger Kapital gemessen in diesen Kryptowährungen haben kann, als es bei der Hineingabe der Fall war. Diese Minderung des einen Tokens auf der einen Seite und der Zugewinn des anderen Tokens auf der anderen Seite wird zum Zeitpunkt der Poolauflösung bei Chain Report mit einem Trade dargestellt und der ist steuerbar im Sinne des § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes. Über die DFX-App habe ich außerdem die Möglichkeit, wenn ich auf Darlehen klicke, einen sogenannten Vault anzulegen. Ein Vault ist am Ende ein Tresor, bei dem ich die Möglichkeit habe, eine Sicherheitseinlage, also ein Collateral, zu hinterlegen, um im Anschluss dann Token zu minten, also technisch gesehen auszuleihen. Das könnten dann beispielsweise dezentrale Assets wie der DUSD sein. Aufgrund meiner hinterlegten Sicherheitseinlage habe ich also die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl entsprechend der Collateral Ratio an dezentralen Token zu minten. Die dezentralen Token sehe ich beispielsweise, wenn ich hier auf Darlehenstoken klicke. Eine Übersicht über meine aktuellen Darlehen kriege ich hier, wenn ich auf Darlehen verwalten klicke und sehe, dass ich hier DUSD gemintet habe. In Chain Report kann ich das Ganze nachvollziehen. Als Subwallet habe ich hier einen entsprechenden Vault. Und in der Transaktionsliste die entsprechenden Transaktionen. Zum Beispiel wird das Token Minting hier als Borrowing abgebildet. Wenn wir uns jetzt die steuerliche Bewertung dazu ansehen, dann müssen wir zunächst mehrere Transaktionsarten betrachten. Wie eben gesehen, beispielsweise das Token Minting, was durch ein Borrowing dargestellt wird. Und das Leihen von dezentralen Währungen und Kryptowährungen generell ist keine steuerbare Transaktion. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel darauf folgend Handel mit diesen geliehenen dezentralen Token betreibe, dann ist das in Anführungsstrichen normal steuerbar nach § 23 Absatz 1 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes.
Auf der DeFi-Chain insbesondere gibt es jetzt außerdem noch die Möglichkeit, dass ich Negativzinsen erhalte. Das bedeutet, dass ich für den entliehenen DUSD beispielsweise noch eine Rendite für das Minten während des Haltens erzielen kann. Das wird in Chain Report als Kapitaleinkünfte bewertet und ist damit steuerbar nach Kapitalertragssteuer. Irgendwann möchte ich beispielsweise allerdings meine Sicherheitseinlage wiederhaben und dementsprechend die entliehenen DUSD zurückzahlen. Diese Transaktion wird auf Chain Report als ein Repayment dargestellt und ist als nicht steuerbare Transaktion bewertet. Ein Sonderfall besteht darin, dass ich das Darlehen mit meinem Collateral zurückzahle. Das bedeutet, dass ich am Ende nicht die DUSD direkt zurückzahle, sondern beispielsweise mit meinen hinterlegten DFI zurückzahle. Um genau das abzubilden, wird bei Chain Report ein Trade vor der Rückzahlung erstellt, der genau die DFI in DUSD umwandelt. Am Ende kannst du in Chain Report unter Abschlüsse dir deinen Steuerreport generieren lassen. Allerdings solltest du darauf achten, dass keine Warnungen mehr vorhanden sind, denn Warnungen können potenziell deine Steuerlast erhöhen oder zu falschen Angaben führen. Mit Chain Report brauchst du dir überhaupt keine Gedanken über steuerliche Themen wie Liquidity Mining und Staking zu machen. Alle Transaktionen werden automatisch erfasst und die entsprechende steuerliche Bewertung in deinem Steuerreport zur Verfügung gestellt. Mit DFX und Lock ist es sehr komfortabel, Kryptowährungen zu erwerben und auf deine Kryptowährungen Renditen zu erzielen. Wenn du DFX, Lock und andere DeFi-Chain-Services nutzt, ist Chain Report für dich die passende Lösung, denn du hast die Möglichkeit, mit einer One-Click-Lösung alle Transaktionen zu importieren und steuerlich zu bewerten. Die Anbindung der MetaChain-Wallet für DFX bzw. der Bitcoin-Wallet von DFX ist seitens Chain Report in der Mache. Ich würde dir wirklich dringend empfehlen, Chain Report statt einem anderen Tax-Tool zu nutzen, denn nur bei uns hast du überhaupt die Erfassung und korrekte Anwendung von Liquidity Mining, Impermanent Loss, von Vaults, Auctions, dezentralen Token, DEX-Preisen und Subwallets in Verbindung mit FIFO. Die hier nicht spezifische vorhandene Umsetzung in anderen Steuertools kann zu einer höheren Steuerlast führen oder zu falschen steuerlichen Angaben. Wenn dir das Video gefallen hat, besuche unseren Telegram-Kanal, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und klick auf das Glöckchen.